mächtig, gewaltig. Ja, wer sagte das immer so schön? Das war der Benny aus der Ulsenbande. Und zwar dann, wenn Egon wieder aus dem Knast kam und hatte einen Plan. Ich habe einen Plan, sagte Egon. Und Benny sagte, mächtig, gewaltig, Egon. So, ich habe auch mal wieder einen Plan. Und zwar habe ich mir vorgenommen, noch in diesem Jahr, den kleinsten Fahrradwohnwagen zu bauen. Ja gut, nicht vielleicht den kleinsten von allen, aber einen kleinen, der nicht größer ist als dieser Fahrradanhänger, den wir zum Bau von Claudis Fahrradwohnwagen genommen haben. Ja, so dass man eben wirklich einen ganz kleinen Anhängerbus hinter sich hat und den man dann zum Beispiel am Wasser, wenn man irgendwo übernachten will, auseinanderziehen kann. Ja, und wenn es euch interessiert, alles weitere in diesem Video und viel Spaß bei diesem wunderschönen Wetter heute und bis gleich. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Way back a year ago. Ja, willkommen zurück. Wie sagt mein bester Kumpel Jörg immer so schön, während die Klugen noch planen, stürmen die Dummen die Burg. Und nach dem Prinzip baut er immer seine Sachen zusammen. Ja, ich brauche das aber ab und zu, denn dass ich mir erstmal einen Plan mache, bevor ich ein Projekt beginne. Ja, gibt natürlich auch Projekte, die ich dann nicht fertigstelle, weil da habe ich dann den Plan gemacht, aber nicht die Zeit gefunden, um das umzusetzen. Oder habe mittlerweile wieder ganz andere Ideen, die ich vielleicht cooler finde und deshalb umsetzen möchte. Ja, und heute geht es mal wieder um einen Plan. Und zwar basiert er auch darauf, auf diesen Klappmechanismus, den ich damals schon mal bei dem Fahrradwohnwagen mit Stehhöhe geplant hatte, den ich leider bis heute nicht umgesetzt habe. Aber Elemente davon, also Ideen davon, möchte ich auch in diesem Fahrradwohnwagen, der so mini klein ist, dass man ihn als Fahrradanhänger hinterherziehen kann, umsetzen. Ja, und habe da mal angefangen, auf dem Computer ein paar Pläne zu machen. Ja, hier seht ihr nochmal meinen Entwurf für diesen Camper mit Stehhöhe. Und dieses Prinzip mit diesem Hochklappen, das habe ich jetzt auch geplant bei diesem kleinen Wagen. Und so, dass man dann auch die Tür zum Beispiel, wie bei dem Fall hier jetzt, hochklappen kann, um dann so zum Beispiel den Wagen im Kopfbereich oder im Sitzbereich zu erhöhen, so dass man dann auch drinnen sitzen kann. Man lehnt sich dann an die Tür an und hat im Grunde dann hier Kopffreiheit, wenn man hier so drinne sitzt. Hier war es Stehhöhe, ich möchte jetzt aber wenigstens Sitzhöhe haben, Matratze unten drunter und hier denn drinne sitzen. Ja, und wenn man dann wieder unterwegs ist, klappt man das ganze Ding wieder runter. So, und bei dem neuen kommt dann eben hier ein Auszug dran in zwei Teilen, so dass man dann im Grunde auch komplett drinne liegen kann. Also Oberkörper ist hier, der Hintern ist hier und die Füße sind dann ungefähr hier. Ja, und wie gesagt, mit dem Hochklappen ist denn das Prinzip, dass man vor Ort dann eben genug Höhe hat. So in der Höhe ungefähr soll er so 60 bis 80 cm ungefähr sein. Wenn man das Dach hoch macht, dann kann man auch bequem drin sitzen. Und wie gesagt, mit der Tür weiß ich noch nicht genau, ob ich das auch in der Form so mache, wie es hier ist. Dass es sich von außen hochklappen lässt, kann auch sein, dass es am Dach dran ist und sich von innen runterklappen lässt. Und hier jeweils dann verbunden wird, sodass man eine Tür hat, die man dann aufmachen kann. Vielleicht noch ein Fenster dort rein, an der Seite noch ein Fenster und hier oben wäre natürlich am coolsten, wenn man dann auf diese Fläche auch noch Solar drauf hätte, auch während der Fahrt, dass man dann zum Beispiel hier während der Fahrt auch seine Powerstation oder ähnliches drin laden kann. Ja, wie gesagt, ich plane oftmals und setze es denn nicht um, aber ihr seht es hinter mir, ab und zu plane ich auch und es kommt was bei raus, wobei da habe ich glaube ich auch ziemlich drauf losgebaut. Letztendlich ja, brauche ich für diesen Fahrradwohnwagen, also diesen kleinen Ein-Mann-Fahrradwohnwagen zum Ausziehen, einen Fahrradanhänger. Und zwar so einen ähnlichen oder den gleichen, den ich bei Claudi oder den wir bei Claudi als Untergestell genommen haben. Ja, und ich suche momentan so einen Fahrradanhänger. Also falls ihr noch irgendwie einen rumstehen habt, den ihr nicht mehr braucht und der preisgünstig abzugeben ist, dann sagt mir bitte Bescheid. Am coolsten wäre es natürlich, wenn es in einer näheren Umgebung wäre, so 50 bis 100 Kilometer um Magdeburg herum. Oder wenn es möglich wäre, den zu versenden. Ich bezahle das natürlich dann auch. Ja, also meldet euch mal. Ich zeige euch den nochmal, wie der aussah, der von Claudi. Und so einen suche ich. Ja, den Fahrradwohnwagen hier hinter mir, den kennt ihr alle schon. Ja, und der ist natürlich relativ schwer, auch wenn er so bloß um eine 40, 50 Kilo hat.
aber das ist mir eigentlich schon zu schwer. Ich will was Kleineres und was Leichteres haben, weil ab und zu haben wir mit dem auch Probleme, gerade jetzt wieder, wie er hier im Garten steht. Ich will ja natürlich noch das Rad wechseln, was kaputt ist. Ja, und wenn wir den dann wieder vom Garten auf den Hof und dann auf die Straße kriegen wollen, dann müssen wir wieder durch so eine schmale Gasse hier auf unserem Grundstück. Und das ist immer recht anstrengend und schwierig, weil da wirklich jede Seite bloß 1 Zentimeter ist. Da sind wir schon öfter stecken geblieben. Ja, und in dem Moment wäre es natürlich cooler, wenn man einen Wagen hätte, der bloß ungefähr eine Breite von 70, 75 hätte. Ja, und natürlich klein, handlich, kompakt wäre. Vom Gewicht her soll es auch so 30, 40 Kilo maximal werden, aber eben wesentlich kleiner während der Fahrt. Und wenn man vor Ort irgendwo ist ausgeklappt, soll er trotzdem genug Platz bieten für eine Person zum Übernachten. Ja, das Konzept oder Prinzip von diesem Fahrradwohnwagen ist nicht ganz neu. Da gibt es auch schon andere, die sowas Ähnliches gebaut haben. Ich möchte das ganze Teil in 3 Teile unterteilen, so dass man es im Grunde auseinanderziehen kann. So ähnlich wie eine Matruschka, so nenne ich das mal, dieses Matruschka-Prinzip. Man hat außen eine Hülle und wenn man aufmacht, dann kommt nochmal eine zweite. Und wenn man nochmal aufmacht, kommt eine dritte Figur zum Vorschein. Bei mir sind es dann in dem Moment verschiedene Kästen, die ineinander gehen, also wie Schubladen. Die möchte ich über Schwerlastregale miteinander verbinden, sodass das eingeschoben werden kann. Ja, und ich zeige euch das am besten mal am Computer, wie meine Pläne momentan aussehen. So, ich habe euch jetzt mal mit an den Computer genommen und zeige euch mal dieses Modell. So, hier sieht man in der Form mal, wie der Wagen aussehen soll. Also das Untergestell hier mit der Deichsel, mit dem Rad, ist von einem Fahrrad-Kinderanhänger. Und da soll eine Box drauf und hier oben soll ein Verdeck sein, sage ich mal, was man dann in dem Moment hochklappen kann. Hier oben sieht man das ganze Ding mal ausgefahren. Ja, also man kann das Verdeck jetzt hier, sage ich mal, wenn ich das runterklappe während der Fahrt, dann ist es in etwa so. Und wenn ich es wieder hochklappe, dann sieht das so aus. So, dann hat man den Ausschub mit diesen beiden Boxen. Ich markiere die mal beide, so dass wir die jetzt hier reinschieben können. So, und dann den Deckel noch runter machen. Und während der Fahrt ist er dann wirklich bloß so groß. Jetzt mache ich das mal wieder alles zurück. Dach hoch, so dass man Sitzhöhe hat. Die eine Box ausziehen und die andere Box ausziehen. Und das ist dann die Möglichkeit, um dann zum Beispiel am Wasser irgendwie zu übernachten. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an von hinten. Also während der Fahrt von hinten hat er dann wirklich bloß diese Höhe. Das sieht in etwa aus wie ein Hundeanhänger, also nicht viel größer oder wie der Kinderanhänger an sich aussieht. Ja, und wenn man das denn hochklappt mit dem Verdeck, dann sieht man das im Grunde, dass die Tür hier frei wird. Also die ist dann zusammengesetzt hier. Also es gibt einen Außenteil, also einen Türrahmen unten und oben. Und dazwischen sind 2 Türelemente, die dann miteinander verbunden werden. Hier ist der Griff zum Aufmachen, hier oben ist noch ein Bullauge drin. Und die Tür wird dann gleichzeitig auch die Rückwand sein. Die wird seitlich klappbar sein, also wird zur Seite aufgemacht. So, und so sieht man nochmal das Prinzip der Stützen. Also ich habe im Grunde an jeder Box denn eine Stütze dran und natürlich an dem Hauptteil auch. Also letztendlich müssen hier Stützen drunter, hier Stützen dran, dann kommt hier Stützen dran und hier Stützen dran. So, und bei den hinteren beiden Boxen, die Stützen sehen dann so aus, dass man sie hier einfach nach oben klappen kann. Das wäre die erste und das wäre die zweite. So sieht das aus während der Fahrt. Ich möchte das denn auch hinten an der Rückwand so dran haben. Ja, Jörg hat mir schon gesagt, es wird natürlich ein Problem, das dicht zu kriegen. Ja, wird es sicherlich auch, aber ich lasse mich da überraschen. Ich habe da so ein paar Ideen. Und ja, wenn man die Stützen jetzt hier runterklappt, das wäre die Stütze jetzt von dem hinteren Teil, also das letzte Stück. Und nochmal runtergeklappt ist das von dem mittleren Teil. Die anderen Stützen, die jetzt hinten am Hänger selber dran sind, die habe ich jetzt noch nicht mit eingezeichnet hier. Ja, und so soll das ganze Prinzip sein. Und ich hoffe mal, wenn das Wetter sich jetzt hält so langsam, es wird ja scheinbar doch ein bisschen Frühling, dann kann man da auch irgendwann mit anfangen. Mein Problem ist es erstmal jetzt diesen Fahrradanhänger zu haben, diesen Kinderanhänger. Also wenn ihr mir da weiterhelfen könnt, dann würde ich mich sehr freuen. Und ja, das ist mein Plan momentan für dieses Jahr und natürlich der 2-Personen-Camper, den ich dann vielleicht irgendwann im Sommer bauen will. So, wer jetzt schön aufgepasst hat, der wird natürlich gemerkt haben, hier ist ein kleines Problem natürlich, was ich lösen muss.
Also wenn man das auseinanderzieht, dann hat man natürlich verschiedene Treppchen, also verschiedene Höhenunterschiede. Und letztendlich soll denn da eine Matratze drauf, die auch verschiedene Höhen hat. Also eine Matratze, die eine Seite richtig dick ist, das zweite Teil ist etwas dünner und das dritte Teil ist noch ein Stückchen dünner, sodass man dann im Grunde diese Treppenstufen damit ausgleicht und oben dann eine ebene Liegefläche hat, sodass sie dann zum Beispiel hier 10 cm ist, hier ist sie dann bloß noch 7 cm, hier ist sie 4 cm, sodass man dann trotzdem überall gleichmäßig liegen kann und man hat in dem Moment auch nicht das Problem, dass es zu unbequem ist, weil die dickste Stelle von der Matratze ist hier. Hier wird es etwas dünner und hinten im Fußbereich hat man sowieso nicht mehr so viel Gewicht. Da braucht man dann auch nicht mehr so viel drunter haben, weil man ja an der Stelle ja sowieso nicht so schwer ist. Ja, und da ich im Hinterkopf auch noch einen Zwei-Personen-Camper habe, ich habe da schon wieder eine neue Idee, ein neues Konzept, möchte ich das ganze Konstrukt jetzt so bauen, dass das Untergestell, also der Fahrradanhänger, dieser Kinderanhänger, auch nutzbar ist für mehrere Module, die man drauf bauen kann. Also das erste Modul wäre jetzt dieser Matruschka-Fahrrad-Wohnwagen-Anhänger. Und wenn ich den dann runternehme, könnte ich zum Beispiel auch ganz normalen Lastenanhänger draus bauen. Jeweils so, dass man den leicht wieder zurückbauen kann, beziehungsweise leicht verbinden kann, das Obergestell mit dem Untergestell. Und vielleicht auch dann den Zwei-Personen-Camper, so dass ich mit Claudi auch zusammen unterwegs sein kann, vielleicht auch auf diesen Kinderanhänger baue. Deswegen sollte es schon einer sein, der ein bisschen stabiler ist. Wie gesagt, wir haben noch einen stehen, der ist aber mittlerweile für unsere Mika. Da gewöhnen wir sie gerade dran, der steht bei uns in der Wohnung. Da legen wir auch immer Leckerlis und so rein, damit sie dort ab und zu denn mal sich hinlegt und da entspannt. Und wir hoffen, dass wir sie dadurch dran gewöhnen, dass wir mit ihr dann auch Touren machen können. Deshalb brauche ich einen neuen Fahrradanhänger, Kinderanhänger, den man als Untergestell nehmen kann. Ja, wie ihr gesehen habt, der Wagen von Mika, der hat so eine Kunststoffräder und deswegen wollen wir die auch lieber für den Hund lassen, sag ich mal. Die wiegt zwar jetzt auch schon 15 Kilo, aber es ist immer noch leichter, als wenn man da einen Fahrradwohnwagen draus bauen will. Und deswegen suche ich immer noch krampfhaft nach einem Anhänger, Kinderanhänger, Fahrradanhänger. Ja, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt, wäre das richtig super. Und ja, das soll es eigentlich für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Interesse und fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und tschüss und ciao, sagt euer Camper Marco. Kleine Freche, du kleine Freche. Das ist meins, 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 meins. Das ist meins. Na komm mit, na komm.